Ja, wie sieht die neue Schuhmode im Herbst-Winter aus? Auf den ersten Blick ziemlich düster. Die Formen sind insgesamt schlichter und was ganz wichtig ist, die Formen werden wieder spitzer. Schwarz ist die Modefarbe schlechthin, aber schwarz zeigt sich in vielen, vielen verschiedenen Facetten, zum Beispiel über Drucke, über Krokodrucke, über Lack, über Pailletten und Nieten, die Ton in Ton gezeigt werden. Und was für mich ganz, ganz wichtig ist, bei den Accessoires ist Gold die Trendfarbe schlechthin. Wir werden vor allen Dingen bei Biker Boots, dem Modethema schlechthin, sehr kräftige Absätze finden und das Ganze wird gebrochen mit goldenen Schließen und Zippern. Ein tolles Thema, was nicht nur Chanel-Fans begeistern wird, ist die Diamantsteppung, die man jetzt zum Beispiel wieder als Detail auch bei Stiefeletten findet. Apropos Stiefeletten. Wir haben in diesem Winter längst nicht nur die kleinen Booties und Chelseas und Schnürstiefeletten, sondern auch der Langschaftstiefel kommt zu neuen Ehren. Langschaftstiefel zeigen sich einmal klassisch, wie die Reiterstiefel, aber aufgepasst, wir werden kleine Erinnerungen an Pretty Woman wach, auch der Overknee ist wieder salonfähig. Allerdings kommt er meist auf flachen Absätzen daher und er zeigt sich auch mal aus Velour und in wunderschönen nebulösen Taupe-Nuancen. Ansonsten, Farbe ist vielleicht eher ein bisschen zurückhaltend in diesem Winter. Ein starkes Thema sind aber alle Rottöne. Ich denke da an gute italienische Weine. Es geht über Barolo, Chianti bis hin aber auch zu Beerentönen. Rot kann vielleicht eine gute Alternative sein, um ein insgesamt dunkles Outfit aufzupeppen. Was tut sich bei den Taschen in diesem Winter? Die Formate werden deutlich kleiner, aber wir gehen jetzt nicht hin zu ganz, ganz kleinen Minibags, sondern es sind mittlere Formate. Sie haben gerne auch noch Stand, aber sind häufig aus weichen Materialien gearbeitet. Farben sind ähnlich wie in der Schuhmode, viele dunkle Rottöne, aber eben auch Schwarz und als Jokerfarbe Metallics. Zu diesem Modell ist noch zu sagen, der Rucksack ist wieder da. Der Rucksack ist super, weil wir haben die Hände frei, können ihn beim Radfahren tragen, aber auch wenn wir mit unserem iPhone und iPad spielen.